So, da bin ich wieder. Geht's gleich mal weiter? Mal so anschauen, wo er denn aufhängt. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus. Halt! Hey, Tante! Freude mal! Bringst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Kaiser M hier kriegt, dann fällt er ins... Langsamer! Komm jetzt. Schneller. Das ist ein Quest. Langsamer. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf. Verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd. Und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall.
Ja, geht doch. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte mein... Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Hast du die Pfanne gefunden? Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ich brate mir einen Weißfisch zum Essen. Echt. Ruhig Musik, 10 Erfahrungspunkte. Und. Oh, süß. Los, lauf! Komm schon, Plätze! Oha, Plätze! Langsam. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Mhm.
Komm schon! Langsam. Langsam, langsam. So.